Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Slay the Spire. Ich denke, wir gehen diesen Weg, weil Händler, Lagerfeuer und Elite hört sich gut an für mich. So, wir haben einiges an Gold, das wir auch ausgeben können. Das ist interessant. Das Problem ist halt, das ist relativ langsam. 20 Schaden, ey. Fast alle Karten nicht geupgradet. Wir haben auch nicht wirklich Blockkarten, ne? Wir sind viel zu offensiv. Das ist die einzige gute Blockkarte, die wir haben. Deswegen war das auch so mühsam vorhin. Ich krieg auch keinen Platz. Wir haben halt nichts. Wir haben halt echt einfach nix. Ugh. Gruselig. 15 Schaden, das ist viel zu viel. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich das nicht mitnehmen sollen, die Hingabe. Dies bei längeren Kämpfen ist die ganz gut, aber also zum Anfang bringt die uns halt einfach mal gar nichts. 19. Okay, wir haben da 14. Wobei, ich denke, wir gehen trotzdem in die Ruhe rein. So, das ist für dich. Und bleiben auch. Ich meine, das ist unsere defensive Karte. Wenn wir die nicht verwenden, dann bringt alles nichts. Aber er hat schon wieder so viel. 28? Warte, es würde auf 32, wenn ich in den Zorn gehe, dann wird er auf 32 hochgehen. Das ist noch beschissener. Das wären 12. Ich meine, wir machen ein bisschen Schaden, aber toll ist es nicht. 16, das ist... das wird kein guter Run. Wir werden uns irgendwann zwischendurch mal heilen müssen. Das kommt viel zu spät. Ach, jetzt kommen die Blockkarten. Ja? Fantastisch. Ich muss das machen. Weil er wird... Die werden abhauen mit dem Gold. Wahrscheinlich. Ja. Wollte ich gerade sagen. Die werden jetzt abhauen. So, das können wir mal spielen. Was hat er? 15. Brauchen wir so oder so zwei Karten. So, ich... Bringt mir das was, wieder in die Ruhe reinzugehen? Eigentlich nicht, ne? Ich komme nicht mehr in den Zorn zurück. Das reicht nicht, um den zu töten. Verdopplungstrank. Auch das wird nicht reichen, um den zu töten. Schade. Eine Runde noch und wir hätten die super Stellung, aber tja. Wir haben ein bisschen Gold verloren und viel HP. Die Ruhe bringt uns nichts. Schade. Ich weiß, ich muss das Wunder wahrscheinlich auch ein bisschen mehr einsetzen. Aber es ist, die Hand ist oftmals einfach nicht gut. Das sind alles nicht geupgradete Karten. Ich meine, wir haben zwar davon geredet, dass wir mehr... Wir haben
nicht wirklich Karten, um die Haltung großartig zu wechseln. Wir können einmal in den Zorn, wir können einmal in die Ruhe und das war's dann aber auch schon. Und das ist ein... Ne, wir können da nochmal in den Zorn. Und das ist ein Problem. Ich brauche defensivere Karten. Ach, wir haben viele Gegner erstmal vor uns. Ihr seid auch nervig. Okay. Gehen wir in den Zorn? Warum nicht? So, der ist mal down. Vielleicht kriegen wir die nächste Runde sogar platt. Aber ich komme halt aus dem Zorn nicht wirklich raus. Was machen die für einen abartigen Schaden? Doch, ich komme aus dem Zorn raus. Ich komme aus dem Zorn raus. 18. Was haben sie denn? 13 plus 10, 23. Okay. Dann würde ich sagen... Töte den. Nehmen wir den Verdopplungstrank. Oh. Wäre wahrscheinlich gar nicht mal notwendig gewesen. Ah, ich habe das Ding vergessen. Damn it. Es ist super schwierig, alle von den Dingern im Kopf zu behalten. Der Trank war jetzt wahrscheinlich gewastet. Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit. Okay, wir bräuchten... So, das gibt uns genügend. Der ist erstmal am Boden. Solange wir hier in der Ruhe sind, kriegen wir jedes Mal 7 Block. Wenigstens keinen Schaden momentan. Da bin ich schon mal sehr dankbar drüber. Das hier sollten wir spielen. Und das macht alles nicht wirklich viel Sinn jetzt. Ich denke, ich versuche den einfach mal so schnell es geht platt zu machen. Der wird sich jetzt nochmal eins hochbuffen. 15. Wenn ich jetzt in den Zorn gehe... Ist das, glaube ich, ganz gut. Weil ich den auf den Boden kriege. Und dann machen sind beide futsch. So, mehr zu spielen macht nicht wirklich viel Sinn. Und jetzt müssen wir zumindest einen von den beiden wegmachen. Der macht 20. Haben wir 3 Schadenskarten? Wir haben 3 Schadenskarten. Okay, dann machen wir sie weg. Okay, das lief jetzt ganz gut. Ich meine, wir haben einen Trank gebraucht. Ne, nicht wirklich gebraucht. Ich habe einen einfach verwendet. Ich Noob. Okay, wir wollten hier hoch. Wir haben aber noch 2 Gegner vor uns. Einsicht ist, glaube ich, jetzt am Anfang ganz gut. Das direkt am Anfang zu spielen. Dann gehen wir noch in die Ruhe rein und machen ein bisschen Schaden. Okay, das ist alles... Die ist komischerweise nicht gerandomisiert worden. Oder sie wurde auf 0 gerandomisiert. Das kann auch sein. Will ich das spielen? Sollte ich wahrscheinlich, ne? So, dann kriegen wir noch ein bisschen was davon. Das ist momentan nicht so wirklich wichtig. Ja, jetzt hat er das gemacht. Das ist etwas ärgerlich. Okay, wir kriegen 7. Das ist gratis. 7 plus 5, das ist... Komm, wir kommen direkt auf 12. Von dem her, da, ne,
das wurde einfach auf 0 gerandomisiert. Boah. Was spielen wir? Karten ziehen? In den Zorn will ich nicht. Nicht jetzt. Ich denke, wir machen einfach mal ein bisschen Schaden. Und warten soweit erstmal ab. Kriegen ja auch die. Das Verwundbar geht mit der Zeit weg. Ah ne, es kommt wieder, weil er das immer wieder refreshen tut. Der blöde Pisser. So, Zorn ist zu teuer. Wobei, ich meine, wir kriegen das hier wieder zurück. Aber wir können nicht zurück in die Ruhe gehen. Das ist ein bisschen ein Problem. Das müssen wir spielen, damit wir keinen Schaden kassieren. Dann ziehen wir ein paar Karten. Nichts für null. Schade. Aber wir kriegen jetzt jedes Mal so eine Einsichtkarte. Das ist schon mal gut. So, und irgendwann können wir dann in den Zorn gehen und das da spielen. Alles viel zu teuer. Alles viel zu teuer. Wir müssen jetzt einfach auf Glück warten, bis wir günstige Karten haben im Endeffekt. Aber die Einsicht muss ich irgendwann spielen. Das ist schon mal ganz gut. Das kostet jetzt 3. Bah, das Problem ist, wenn ich die nicht spiele, dann machen sie mir das Deck voll. Das bringt so nix. Ah, das ist ein richtig ekelhafter Typ hier. Okay, spiel das mal. Oh, jetzt macht er 22. Gut zu wissen. Gib mir Karten. Kosten 2. Eine von denen sollten wir wahrscheinlich noch spielen. Damit wir keinen Schaden kassieren. Wir warten jetzt einfach, bis das hier sich hochsteckt. So, jetzt hat er momentan genug mit verwundbar gemacht. Jetzt bleibt er auf seinen 22. Zu meinem Leidewesen. Ah, ärgerlich. Okay, wir könnten in den Zorn gehen. Das Problem ist, was haben wir? 70? Reicht das? 82. Ich denke, das reicht. So, haben wir dich. Ich glaube, das habe ich ganz gut gespielt. Den Umständen entsprechend. Noch eine Zornkarte. Aber Crescendo ist eigentlich ganz gut. Zumindest wenn man es einmal hat. Mehr als einmal. Ist dann ein bisschen zu viel. Will ich Mantra? Wir haben kein Card Draw. Das sind irgendwie. Das ist alles zu langsam. Wir kriegen 5 Schaden. Ohne. Ich kann nichts dagegen tun. Spiel das Zeug. Das Deck ist viel zu langsam. Wie habe ich das beim ersten Mal gemacht, dass ich so ein gutes Deck dahin gekriegt habe? Irgendwie seitdem sind wir ein bisschen. Okay, wir haben 14. Wenn ich jetzt Zorn spiele, kriegen wir keinen Schaden. Das heißt, wir machen das. Wir müssen den auch so schnell es geht wegkriegen. Von dem her. Ich denke mal, das ist wichtig. Da schauen wir mal. Okay, wir haben einen Bann. Boah.
Wir müssen in die Ruhe rein. Was hat er? 19? Okay, das reicht so. Will ich das noch zuerst spielen? Oder lieber die 14 Damage? Ich meine, ich kann beides machen. Wir machen das so. Wir hauen ihn 3 verwundbar mit rein. Und dann gehen wir in die Ruhe. Und dann ist es gut. Für den Moment. Der eine ist in der nächsten Runde erstmal tot. Der Kleine hier. Jetzt müssen wir auf 14 hochkommen. Okay. Kein Card Draw. Wir haben kein Card Draw, um uns irgendwie, um irgendwas zu blocken. Das ist richtig ärgerlich. Wegen den Dingern. Spiel das mal. Du bist tot. Ja, was will man tun? Wir kriegen 7 Schadenspunkte. Ich muss auch aufpassen wegen dem Mantra. Weil das irgendwann dazu führt, dass ich... Ich denke, ich warte, bis das Mantra nächste Runde voll ist. Was spielen wir überhaupt? Ich behalte das hier auf der Hand für den Moment noch. Der nächste Runde kommen wir... in die Göttlichkeit und haben jetzt massenhaft Mana. So, zieh mal Karten. So, sehr gut. Machen wir das. Und 42. Passt. Wir haben ein bisschen Schaden kassiert, aber ich glaube, das ist noch im Bereich des Akzeptablen. Mische ein Beta in den Nachziehstapel. Mische ein Omega in den Nachziehstapel. Was zur Hölle ist das denn? Was bringt uns das? Angeboren. Ich denke, ich nehme das hier mit. Auch wenn das Ding nicht geupgradet ist. Weil das ist eine weitere Schadenskarte. Wir brauchen eigentlich Blockkarten. Zumindest kommen wir damit aus dem Zorn raus. Da kann ich aggressiv in den Zorn reingehen. Ja, erstmal eine Karte entfernen. Und zwar Schlag. So, haben wir defensive Karten. Füge 9 Schaden zu, erhalte so viel Block, wie du Schaden zugefügt hast. Das ist offensiv und defensiv, ist aber ein bisschen... braucht viel Mana. Ansonsten haben wir nichts. Das erste Mal, wenn du in einem Kampf TP verlierst, ziehe 3 Karten. Immer wenn du 3 Angriffe spielst, erhältst du eine Stärke. Immer wenn du den Block eines Gegners durchbrichst. Ne, komm, wir nehmen das. Das ist ein gutes Ding. Ah, danach kommt ein Elite. Aber wir müssen upgraden. Das ist jetzt ein bisschen risky. Aber wir müssen upgraden. 5 verwundbar, nein, das macht keinen Unterschied. 3 Mantra. Dann sind es anstatt 5 Runden nur noch 4. Was auch nicht so toll ist. 10, 5. Ich denke mal, wir machen den hier weiter hoch. Ach, nö. Nö, 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 nö. Nicht 3 Gegner. Oh, ihr seid übel. Ich mag euch nicht. Ah. 4 Energie. Weil es ein Elite-Kampf ist. Wir können in die Wut reingehen. Dann können wir den hier schon mal one-shotten. Und den ebenfalls. Okay, mach das mal. So, und
Der Rest ist eigentlich egal. Wir sind im Zorn. Schnappt ihn euch, Jungs. Ja, die Jungs sind weg. Okay, du greifst nicht mal an. Du beschwörst neue Jungs. Du beschwörst neue Jungs. In Ordnung. Dann mach das da. Und wir gehen aus der Haltung raus. Weil wir wahrscheinlich in der nächsten Runde defensiver spielen müssen. Da vielleicht werde ich auch den Trank einsetzen. Je nachdem, was jetzt hier viel Damage die haben. Okay, der will alle buffen. Das sollte ich tun. Ich hätte im Zorn bleiben können, aber man wusste halt nicht. Wir können wieder in den Zorn reingehen. Dann wäre der gewone-shottet. Das Block bringt mir jetzt halt gerade nichts. Ich könnte in den Zorn rein. Den hier töten und dann in die Ruhe rein. Warum nicht? Töte den und ich denke mal, wir spielen das Wunder noch. So, ich weiß nicht, was er jetzt genau macht. Energie sammeln. Na, beide kriegen... Boah, der macht 3x12. Fieser Typ. Okay. Zieh erstmal Karten. Die Mantra. Ich hätte das nicht machen sollen mit dem Mantra. Das war dumm. Das war dumm. Okay, in den Zorn. Kriegen wir den Tod? Das ist die Frage. 9 plus 14. Wir kriegen den niemals tot. Können in den Zorn ein bisschen was spielen, den vielleicht töten und dann wieder in die Ruhe. Der macht halt 3x12. Das sind 36. Und wir hatten 19, das kommt einiges durch. Kommt einiges durch. Wenn ich in den Zorn gehe, dann kriegen wir Mana. Aber wir haben keinen Card Draw. Dummerweise. Naja. Ist ein bisschen ungünstig. 16... Ich spiele mal das auf den. Die Hingabe können wir auch spielen. Nein, können wir nicht. Sonst komme ich nicht mehr in die Ruhe rein. Nun gut, das gibt nochmal ordentlich Damage rein. Ich hoffe, wir überleben es. Verlasse die Haltung. Gucken wir erstmal, was wir haben. Oh, jetzt kommen die ganzen Verteidigungskarten. Okay, wir würden in den Zorn kommen. Wir können den Zorn auch wieder verlassen. Super prickelnd ist es nicht. Er beschwört halt wieder seine blöden Jungs. Ich denke immer, ich muss es tun. Wir müssen auf YOLO spielen. Ärgerlich. Ja, das ist viel zu viel Damage, dass der jetzt reinkommt. Okay, wir könnten wieder in den Zorn reingehen. Gucken wir erstmal, was wir ziehen. Nichts Gescheites. Ich glaube, wir sind tot. Selbst mit den zwei Geschicklichkeit.
was hat er? 36 und 4, 40. 40 Schaden hat er. Wir kommen auf 14. Das sind 31. Ja, das ist niemals genug. Der Damage reicht nicht. Oder? Das sind 16. Und 14 sind... 30, das reicht nie und nimmer. Ah, es ist kein gutes Deck. Es ist einfach kein gutes Deck. Ich glaube, wir sind tot. Es fehlt an... Weiß ich nicht. Defensiv, offensiv. Das hat... Dieses Deck hat keine Identität. Das ist das Problem. Es macht auch nicht... Es macht keinen Unterschied, den da zu töten. Ja, wir sind noch auf... bräuchten noch mehr. 23. Selbst mit wobei, mit Trank könnten wir uns noch mal ein bisschen auch heilen. Aber wir sind eben... Naja, wir sind eben im Zorn. Das bringt uns ja nicht raus, oder? Nee, bringt's nicht. Nun gut. War... eher mau, würde ich sagen, der Run. Aber was will man tun? Man kann nicht immer gewinnen. Und wir waren jetzt auch auf Ascension Level 1. Aber ich glaube nicht, dass... Das hat jetzt nicht die Rolle gespielt. Einfach, das Deck war einfach scheiße. So einfach ist es. Aber gut, das war es mal mit dieser Episode. Beim nächsten Mal, neuer Run, neues Glück. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Euer Northgate.